Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag von roten Ampeln und Walfangverbot, wie auch umstrittene Regeln unser Handeln leiten. Heute will ich Ihnen in der Tat von einem Projekt, das ich mit einer Kollegin, der Lisbeth Zimmermann, gemeinsam durch die DFG gefördert durchführe, berichten. Unter dem Titel von roten Ampeln und Walfangverbot, wie auch umstrittene Regeln unser Handeln einleiten. Normen sind umstritten und sie werden auch sehr häufig missachtet. Und man muss gar nicht lange nachdenken, glaube ich, um Beispiele zu nennen. Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn gelten zumindest in Deutschland eher als höfliche Empfehlungen. Genauso eigentlich auch wie die Regel, so weit rechts zu fahren, gehalten, die Geschwindigkeit am 6. zulässt, für die meisten 2016 eher eine lustige Anekdote im Wissenschaftszentrum aus der Fahrschulzeit, ist aber nicht unbedingt eine geltende Handlungsregel. Mülltrennung scheint eher die Kreativität vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger anzuregen, immer neue Müllabladeplätze zu ersinnen und die Ehe und ihre Regeln, naja, tja, die Ehe eben. All diese Normen bzw. Normbündel, die Ehe ist ja eigentlich nicht eine Norm, sondern eine ganze Institution mit einer ganzen Vielzahl von Normen, werden nicht nur sehr häufig übertreten oder verletzt in ihren genauen Aussagen, sondern es ist auch häufig unklar, was sie eigentlich bedeuten. Sie werden also auch bestritten. Hinter der Mülltrennung vermuten etwa viele primär Eigeninteressen der Verwertungsindustrie. Die Ehe gilt vielen als patriarchalisches Auslaufmodell, den anderen aber als Ausdruck christlicher Lebensweise, den es stärker zu schützen gilt und auch auf wen die Ehe etwa zutrifft. Und ich habe Folien, ich sollte sie vielleicht auch mal zeigen, nicht? Visualisierung ist ja heute alles. Auf wen sie also eigentlich zutrifft, was sie beinhaltet genau an Normen, ist auch weitestgehend umstritten, wie Sie etwa an den aktuellen Debatten um die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare durchaus sehen können. Dieses Ding will einem immer vor die Augen rutschen, wenn ich das mal sagen darf, aber ich versuche mein Bestes. Sind Normen also schon im Innern unserer Gesellschaft oft teillos zerstritten? Wir hätten ja auch noch die Mülltrennung im Angebot und werden ganz häufig verletzt. So erscheinen solche Konflikte um Normen und ihre Geltung international noch dramatischer auf. Ist etwa Folter ein unverrückbares soziales und rechtliches Tabu? Oder ist es ein notwendiges Übel, wenn es darum geht, höhere Rechtsgüter wie Leib und Leben der eigenen Bürger zu schützen? Walfang ist für die einen ein Gräuel, gegen das die sanften Ozeanriesen unbedingt zu schützen sind. Die anderen betrachten es als ein Grundrecht, um ihre Kultur praktizieren zu können. Die internationale Schutzverantwortung wird einerseits als größte normative Innovation der vergangenen Jahrzehnte gefeiert, mit der die Souveränität der Nationalstaaten letztendlich an die Einhaltung grundlegender Menschenrechte gebunden werden konnte. Für andere ist sie dagegen nur eine politische Programmatik, hinter der sich die schlecht verbrämten geostrategischen und ökonomischen Interessen, insbesondere westlicher Staaten, verbergen. In einer Generaldebatte, die gerade etwas mehr als ein Jahr zurückliegt im UN-Sicherheitsrat zur Zukunft von internationalen Sicherheit und Frieden, haben auch viele der anwesenden Diplomaten diese Befürchtung geäußert. Sie haben davon gesprochen, dass Normen immer weniger eingehalten werden, immer weniger zu bedeuten scheinen. Oder dass sie zumindest nur sehr selektiv eingesetzt werden würden, dass nur die Mächtigen eigentlich Normen nutzen können als Instrument, um ihre Handlungsziele zu erreichen, während die Schwachen ihr einfach nur noch ausgeliefert seien. Was heißt das? National wie international sind Normen also ganz allgegenwärtig, aber sie sind auch allgegenwärtig umstritten und werden häufig missachtet. Sind Normen denn ohne Zwangsinstrumente, mit denen die Normeinhaltung garantiert werden kann, wie etwa der Blitzer am Straßenrand, die Mülldetektive oder eben Gerichte, die über die richtige Auslegung von Normen entscheiden können, wirkungslos? Haben wir es in Hegels berühmten Worten nur mehr mit der Ohnmacht des Sollens zu tun? Viele scheinen genau das zu denken, wenn sie immer mehr und immer härtere Sanktionen fordern für Normbrecher und gegenüber Regelverletzungen. Und auch in der Wissenschaft gibt es seit langem eine Position, die die Geltung von Normen primär, wenn auch nicht allein, an ihre Sanktionsfähigkeit knüpft. Das heißt eben an ihre Einhaltung. Hätten diese Stimmen recht, und Sie werden schon annehmen können, dass ich das nicht denke, dann hätten wir nicht nur das fulminante Problem, wie wir eigentlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaft aufrechterhalten sollen. Denn wenn Normen nur dann Geltung erlangen können, wenn sie regelmäßig eingehalten werden, müssten unsere Gesellschaften enorme Kosten aufbringen, um nämlich hinreichende Überwachungssysteme zu entwickeln und vor allen Dingen Sanktionsinstrumente. Das ist also ziemlich teuer. Noch dazu ist damit auch letztlich unerklärlich, warum wir gerade international so viele Normen und Regeln sehen. Warum sollten wir international Normen bilden, gerade wo es dort auch keine hinreichenden Überwachungsinstrumente und eben keine Sanktion gibt. Der Grund ist, so möchte ich Ihnen gerne eben anhand dieses gegenwärtig von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts skizzieren, dass Normen ihre Geltung, anders als vielfach unterstellt, eben nicht
primär aus ihrer Einhaltung, sondern aus der Anerkennung ihrer Sollensgrundlage erhalten. Ganz einfach ausgedrückt, daraus, dass die Mehrheit derjenigen, an die sich die Norm richten, glauben, dass es moralisch gesehen richtig ist, sich auch an sie zu halten. Der Zweck auch gerade politischer Norm oder Großnorm, wie jetzt beispielsweise die internationale Schutzverantwortung oder die Ehe, das sind im Grunde genommen politische Großnormen, ist es dabei eben nicht, den Einzelnen auf ein bestimmtes Verhalten zu programmieren. Das heißt, sicherzustellen, dass immer das Verhalten, das die Norm propagiert, auch eintritt, sondern es geht darum, ein kollektives Bewusstsein in der Gesellschaft zu etablieren und immer wieder zu erneuern, nämlich wer wir als Gesellschaft eigentlich sein wollen und was wir dafür für unser Zusammenleben voneinander erwarten können müssen. Streit und die Verletzung von Normen, da kommen wir nochmal, so, sind darum auch nicht automatisch Grund zur Sorge, dass die entsprechenden Normen wirkungslos seien oder gar zerfallen. Oftmals werden Normen nämlich erst im Streit und ihrer Verletzung sichtbar, weil sie Rechtfertigungen einfordern. Wenn die ehemalige US-Regierung unter George W. Bush etwa argumentiert, sie foltere nicht, sondern wende nur verschärfte Verhörmethoden an oder sie behauptet, die Anti-Folter-Konvention gelte nicht für irreguläre Kombattanten, von denen wir vorher noch nicht gehört hatten, dann rechtfertigt sie ihr Verhalten im Rahmen einer Norm, deren Inhalt in diesem Augenblick für alle Normadressaten zur Disposition steht. Es ist eben diese Auseinandersetzung, in der wir entscheiden müssen, uns immer wieder für oder gegen eine Norm entscheiden müssen und immer wieder festlegen müssen, was sie in dieser konkreten Situation bedeuten soll. Heißt das jetzt umgekehrt, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen, wenn Normen übertreten werden und bestritten werden? Gelten Normen völlig unabhängig davon, dass sie befolgt werden? Das wäre natürlich auch ein bisschen zu viel. Nein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Normgeltung und der Einhaltung von Normen. Problematisch wird es dann, wenn die Normbefolgung komplett zusammenbricht und die Übertretung der Norm nicht mehr thematisiert wird, wenn also keine Rechtfertigungen mehr eingefordert wurden. Dann ist nämlich tatsächlich die Norm im Sterben begriffen, wenn Sie so wollen. Eine Alternative ist es, wenn der Streit um Normen sich radikalisiert, dass er kein Ende mehr findet oder keine Pause, keine Zwischeneinigungen mehr, in denen wir uns einig sind, dass ist die Norm, über die wir reden. Wenn das auch nicht mehr möglich ist, dann wird die Norm für uns nicht mehr erkennbar. Wir sehen nicht mehr, was die Erwartung ist, an der wir uns eigentlich orientieren sollen. Die Frage ist natürlich, wann passiert das eigentlich tatsächlich? Wann ist das zu erwarten? Und das ist die Frage, die ich Ihnen heute gerne im Rest meines Vortrags erläutern würde. Und gesetzt im Fall, dass ich Sie noch nicht hinreichend eingeschläfert habe und Sie, wie ich auch immer, noch so verblüfft sind, dass nicht das Gros der bundesdeutschen Forschungsförderung in die Beantwortung genau dieser Frage geht. Wie mache ich das? Ich will am Anfang ganz kurz über die unbefriedigende Natur von Normen sprechen, denn ich glaube, dass die zu wenig gewürdigt wird. Normen sind einfach keine angenehme Sache. Und wir sollten darüber sprechen, warum das eigentlich so ist. Zweitens möchte ich darüber sprechen, was das bedeutet, dass wir nämlich aus Verletzung und Streit wenig über ihre Geltung lernen können und dass wir deswegen uns auch, wenn wir über Normen im Streit auf der internationalen Ebene reden, eigentlich erstmal schauen müssen, wie genau die Auseinandersetzung um diese Normen aussehen. Das will ich machen, indem ich auf eine ganze Reihe höchst umstrittener und auch immer gerne wieder mal totgesagter Normen eingehen will. Unter anderem werde ich über die internationale Schutzverantwortung sprechen, die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung, das Walfangverbot oder eben auch die Anti-Folter-Konvention und daran den Zusammenhang von Streit, Normgeltung und Verfall aufzeigen. Ich hoffe dann daraus auch, ein paar Faktoren ableiten zu können, wann denn tatsächlich dieser Streit, den wir da immer beobachten, zu so etwas wie Normschwächung führt und wann auch nicht. Und schließe dann mit einigen vorläufigen Schlussbemerkungen nicht, dass die DFG noch glaubt, es reiche schon, dass sie mir genug Geld gegeben hat. Am Ende des Vortrags ist es dann nach Norm der Höflichkeit Zeit, dass Sie aus Ihrem Schlaf wieder erwachen und ich besitze dann die Höflichkeit, so zu tun, als hätte ich nicht gemerkt, wie Sie vorher geschnarcht haben. Und dann haben wir hoffentlich beide oder alle einen angenehmen Abend gehabt. Aber kommen wir erstmal zum zweiten Teil. Was ist das eigentlich mit diesen Normen? Es sagt ja niemand gern, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, Normen sind frustrierend, einfach weil sie unzuverlässig sind. Ihre Bedeutung ist oftmals so vage gehalten, dass Streit darüber gerade vorprogrammiert ist, was sie eigentlich von uns verlangen zu tun oder was wir eben unterlassen sollen. Wie sollen wir sie eigentlich in Situationen anwenden und wie stehen sie im Verhältnis zu konkurrierenden normativen Erwartungen? Welcher ist Vorrang zu geben? Nehmen wir ein Beispiel aus der Wissenschaft. Ist es ein Plagiat, wenn ich mich selbst zitiere oder bin ich einfach unoriginell? Was zählt mehr, die pünktliche Abgabe einer Arbeit oder das korrekte Zitieren aller verwendeten Quellen? Wie deutlich muss eigentlich der Gedanke erkennbar sein, den ich übernehme, damit ich ihn als solchen kennzeichnen muss? Gerade letzteres ist eine der Gretchenfragen für viele Studierende.
Aber es kommt eben auch noch viel schlimmer. Nicht nur sind Normen notorisch unklar darin, was wir zu tun oder zu unterlassen haben, sie können uns noch nicht einmal aus sich selbst heraus dazu bringen, es zu tun. Normen stellen letztlich nicht anderes als geteilte Erwartungen darüber dar, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen. Aber sie beschreiben nicht, wie es ist. Der einzige Weg, diese Kluft zwischen Sollen und Sein zu überbrücken, ist die Durchsetzung der Norm in der spezifischen Situation, entweder durch eine Norm, durch eine Sanktion oder aber durch Einsicht aus uns selbst heraus, dass es richtig wäre, der Norm jetzt, im Hier und Jetzt zu folgen. Wer schon mal nachts bei Wind und Regen an einer einsamen Landstraße, an einer roten Ampel gestanden hat, kein Auto, kein Mensch weit und breit, weiß, wie schwer es ist, diese Einsicht in spezifischen Situationen zu generieren. Und wenn das alles schon nicht genug Frustration bei Ihnen auslöst, dann nehmen wir doch noch hinzu, wie divers unsere Gesellschaften inzwischen geworden sind. Wenn wir über moderne Gesellschaften reden, war es natürlich immer eine Illusion, davon auszugehen, dass sie in irgendeiner Weise homogen gewesen seien. Aber ich glaube, wir können durchaus sagen, dass durch die Globalisierung die Gesellschaft noch heterogener geworden ist. Das heißt, Wertvorstellungen haben sich immer weiter pluralisiert. Unsere Vorstellung davon, was ein gelungenes, ein glückliches Leben ist, hat sich immer weiter ausdifferenziert. Und auch die Glaubensbekenntnisse, die wir in einer Gesellschaft vorfinden, haben das getan. Je diverser sich aber Gesellschaft darstellt oder das Wir, über das wir sprechen, wenn wir Normadressaten meinen, desto abstrakter müssen auch die Normen gestaltet sein, eben desto vager. Denn sie müssen diese ganzen konkurrierenden Vorstellungen ja noch irgendwie so bündeln können, dass sie gemeinsame Vorstellungen reflektieren. Im Idealfall gehen normative Ordnung, Gesellschaften, normative Ordnung in Gesellschaften damit in zweierlei Weise um. Erstens bilden sie unterschiedliche Ebenen von Normen. Es gibt höher gelagerte Normen und es gibt untergeordnete Normen, die dann sozusagen sich wechselseitig erläutern können, um eben den Raum der Wahrheit ein wenig zu begrenzen. Und zweitens bilden sie spezialisierte Institutionen auf, die autoritativ entscheiden können, wie eine Norm auszulegen ist. Und die nennen wir gemeinhin Gerichte. International haben wir nun das große Problem, dass wir es nicht so mit einer sehr großen Heterogenität zu tun haben. Es gibt auch zwar Gerichtshöfe, aber deren Verhältnis zueinander ist unklar, also nicht die klassische Hierarchie, die wir auch aus unseren nationalen Gesellschaften können. Noch gibt es Normhierarchien erkennbarer Art. Stattdessen sehen wir einen bunten Flickenteppich normativer Regulierungen, die einander überlappen und überwuchern und sich häufig auch noch direkt widersprechen. Gerichtshöfe, wie gesagt, versuchen recht zu sprechen, sie versuchen zu urteilen, wie Normen auszulegen ist, aber sie können ihre Urteile nicht durchsetzen. Sie sind wiederum auf die Kooperation von Staaten angewiesen und wir wissen, wie gut oder schlecht das manchmal funktioniert. Denken Sie etwa an den nach wie vor, der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr existierend, der Haftbefehl, den der Internationale Strafgerichtshof gegenüber dem sudanischen Präsident Omar al-Bashir ausgestellt hat. Oder denken Sie an den Grenzzaun, den Israel errichtet hat und den der IGH für nicht rechtens erklärt hat. Im nationalen Rahmen sieht es dagegen anders aus. Hier gibt es Gerichte, die beispielsweise im Strafrecht entscheiden können, handelt es sich bei einer Angelegenheit um Mord oder nur um Totschlag? Oder denken Sie beispielsweise an die gegenwärtige Asyldebatte, ist die Aussetzung des Familiennachzugs nach dem Asylpaket 2 eine Verletzung des besonderen Schutzes von Kindern? Sowas kann dann beispielsweise das Bundesverfassungsgericht prüfen. Also, auch wenn die Merkmale, die wir eben jetzt aufgelistet haben, für Normen alle Normen betreffen, international stellt sich das Ganze nochmal grundlegend schwieriger dar. Keine Gerichte bzw. die Gerichte, die es gibt, können ihre Urteile nicht durchsetzen. Normhierarchien gibt es auch nicht, die sozusagen den Raum der Wahrheit begrenzen können. Fragt sich, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und damit kommen wir direkt zu diesen Normen im Streit. Es kann also nicht wirklich überraschen, dass internationale Normen im besonderen Maße umstritten sind. Aber man kann sich doch des Eindrucks nicht erwehren, dass wir in den letzten Jahren eine Verschärfung dieses Streits sehen. Und zumindest glauben das viele. Insbesondere, weil wir Streit und auch Normübertretung erstens von den Protagonisten, den mächtigen Staaten im internationalen System viel häufiger gesehen haben und zweitens, weil es dabei um fundamentale Normen ging. Schauen wir uns ein paar dieser Normen an. Die Vorkommnisse in Abu Ghraib und in Guantanamo sowie die sogenannten Folter-Memos der Bush-Regierungen haben minutiös belegt, wie die Bush-Administration das Folterverbot mindestens mal gebeugt hat, man könnte auch schlicht sagen verletzt hat. Viele gehen davon aus, dass das Folterverbot in der Folge geschwächt worden sei und wir eine Enttabuisierung von Folter erleben würden. Aber sie bieten uns dafür eigentlich keine Daten. Das nächste. Die Etablierung einer Pflicht zur internationalen Strafverfolgung. Schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts, etwa im Bereich von Völkermord, Verletzungen oder schwerwiegenden Verstößen
andersrum. Sagen wir einfach Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zuletzt auch noch Aggression. Dieses Pflicht zur internationalen Strafverfolgung hat sich spätestens mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs für Menschenrechte in Den Haag 2002 etabliert. Und auch sie hat in den letzten Jahren erhebliche Kritik und erheblichen Streit auf sich gezogen, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent und hier durch die Afrikanische Union. Und auch hier mehren sich die Stimmen, die glauben, dass die Legitimität des Internationalen Strafgerichtshofs auf der Kippe stünde. Das nächste, die internationale Schutzvereinbarung, die 2005 auf dem UN-Millennium-Gipfel im Konsens verabschiedet wurde, Artikel 138 und 39, um genau zu sein, sieht vor, dass Staaten eine Pflicht haben, die Menschenrechte ihrer Bürger zu wahren und zu fördern und formuliert eine daraus abgeleitete Verantwortung der Staatengemeinschaft einzugreifen, wenn Nationalstaaten diese Pflicht grob vernachlässigen. Die Schutzvereinbarung ist schon seit ihrer Genese eigentlich umstritten und wird häufig geschmäht als rein politischer Slogan oder als Idee, deren Zeit ebenso schnell gekommen ist, wie sie auch schon gegangen ist. Das kommerzielle Wahlverbot, das seit den 90er, 80er Jahren existiert, 1986 in Kraft getreten, war in den 90er Jahren sehr stabil. Viele der vorher Walfang befürwortenden Staaten hatten ihre Meinung geändert und hatten Walfang komplett abgeschafft. Insgesamt also eine außerordentlich stabile Norm. Gab es keine Diskussion darüber. In den letzten Jahren wird immer heftiger um sie gestritten. Viele Staaten verlassen die sogenannte Internationale Walfangkommission, in der dieses Verbot eben aufgelegt wurde, oder betreiben einfach offensiv die Untergrabung des Verbots. Was ist also da passiert? Man könnte sicherlich auch noch das Verbot gezielter Tötungen bzw. von politischen Attentaten nennen, das insbesondere die USA, aber auch Israel im Rahmen ihres Kampfes gegen den Terrorismus schlicht ignorieren. Sieht man sich jetzt diese Liste an, und wir könnten wahrscheinlich auch noch die Norm nuklearer Nichtverbreitung und viele weitere Normen aus dem Bereich des humanitären Völkerrechts dazunehmen oder im Kontext des humanitären Völkerrechts dazunehmen, dann kann man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass wir es mit massiven Konflikten zu tun haben. Bis auf den Walfang handelt es sich bei all diesen Normen um grundlegende Normen aus dem Bereich von Sicherheit und Menschenrechten. Ist die Sorge, wie sie in der Generaldebatte im UN-Sicherheitsrat immer wieder geäußert wurde, also richtig, dass unser globales normatives System auf der Kippe steht? Dass wir Sorge haben müssen, dass die Normen überhaupt keine Bindungskraft mehr aufweisen? Wenn wir das beurteilen wollen, dann müssen wir uns diese Konflikte eigentlich genauer anschauen. Und das würde ich gerne machen. Dabei fällt zweierlei auf. Erstens unterscheiden sich die Konflikte, die wir sehen, dahingehend, ob der Streit um die jeweiligen Normen auf der Anwendungsebene liegt oder tatsächlich die Sollensgrundlage selber in Zweifel zieht. Also wird gefragt, ob die Norm für eine bestimmte Situation anwendbar ist oder was sie von uns verlangt in bestimmten Situationen, oder wird gefragt, ist das überhaupt die richtige Norm? Ist diese Norm legitim? Sollten wir dieser Norm folgen? Und zum Zweiten kann man sehen, wenn man so ein bisschen schaut, was passiert eigentlich mit den Normen nach diesem Streit? Wie sieht es um ihre Einhaltung aus? Wie sieht es um die generelle Zustimmung oder Ablehnung gegenüber diesen Normen aus, dass sie durchaus unterschiedliche Effekte beobachten können? Manche Normen scheinen völlig unbeeindruckt vom Streit zu sein, andere zeigen tatsächlich Schwächen. Fangen wir mal mit dem Streit um Folter an. Ich glaube, den meisten von Ihnen ist der Fall recht gut bekannt. Die USA beginnen zu foltern, ich sage es jetzt einfach mal so, im Kampf gegen den Terror in den 2000er Jahren im Gefolge der Anschläge von 9/11. Und sie beginnen in diesem Krieg in verschiedenen Militärgefängnissen im Ausland systematisch Verhörmethoden anzuwenden, die gemeinhin unter das Folterverbot gerechnet werden, darunter Waterboarding, aber auch eine Reihe weiterer Techniken. Bekannt werden die Vorkommnisse insbesondere durch die Fotos aus dem Militärgefängnis Abu Ghraib, die um die Welt gingen. In der Folge rechtfertigen die USA ihr Verhalten als entweder völlig unproblematisch, weil es nicht unter die Norm falle. Denn entweder seien die Methoden nicht brutal genug, beispielsweise die Methoden führen nicht oder seien nicht auf der gleichen Ebene wie ein multipler oder wie das Ausmaß eines multiplen Organverlustes, Organversagens, das wäre dann nämlich sozusagen die Definition von Folter. Oder aber die Gefangenen, die gefoltert werden, fallen bedauerlicherweise nicht unter das Verbot, weil es irreguläre Kombattanten seien. Oder, das hört man auch, die Sicherheit der amerikanischen Bürger mache die Folter notwendig. Also nur wenn man foltere, könne man Schlimmeres verhindern. Das ist sozusagen ein klassisches Normkonkurrenzargument, das gemacht wird. Und es lohnt sich tatsächlich, aber das geht jetzt nicht, jetzt muss ich dieses Ding hier abstöpseln. Es lohnt sich tatsächlich, sich das nochmal im O-Ton ab anzuhören, wenn es denn jetzt funktioniert. Ja. I want to say something else. Now, there's been a lot of talk in the newspapers and on TV about a program that I put in motion to detain and question
of terrorists and extremists. I have put this program in place for a reason, and that is to better protect the American people. And when we find somebody who may have information regarding a potential attack on America, you bet we're going to detain them. And you bet we're going to question them. Because the American people expect us to find out information, actionable intelligence, so we can help them, help protect them. That's our job. Secondly, this government does not torture people. You know, we stick to U.S. law and our international obligations. Thirdly, there are highly trained professionals questioning these extremists and terrorists. In other words, we got professionals who are trained in this kind of work to get information that'll protect the American people. And by the way, we have gotten information from these high-value detainees that have helped protect you. And finally, the techniques that we use have been fully disclosed to appropriate members of the United States Congress. The American people expect their government to take action to protect them from further attack. And that's exactly what this government is doing, and that's exactly what we'll continue to do. Okay, there we go. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Kann man das ausmachen? Ich hoffe schon. Wir gehen einfach weiter, das sollte helfen. Also, diese Folterpraktiken gingen mehrere Jahre. Sie wurden weitgehend sozusagen Gegenstand öffentlicher Debatten. Und die Nachfolgerregierung unter Obama hat das Folterprogramm letztlich auch geschlossen. Aber was ist jetzt mit der Norm eigentlich passiert? Und das ist eigentlich ganz interessant. Wir können nämlich sehen, dass innerhalb der USA, also im nationalen Rahmen, tatsächlich die Toleranz gegenüber Folter gestiegen ist. Wenn man sich jüngste Umfragen anguckt, da gibt es Pew-Umfragedaten, dann zeigen sie, dass US-Bürger mehr Toleranz gegenüber Folter zeigen. Sie zeigen Toleranz insbesondere dann, wenn das Argument gemacht wird, dass dadurch sozusagen Terroranschläge verhindert werden können. Und da sieht man tatsächlich gravierende Unterschiede zu früheren Umfragen. International sehen wir allerdings kaum negative Effekte. Zum einen, wenn man sich die Daten anguckt, die es gibt über Folterungen, die vorkommen, und die gibt es natürlich immer, dann sehen wir keinen Sprung nach oben, noch nicht mal signifikante Entwicklung nach oben, sozusagen in der Gefolge des Bekanntwerdens, dass die USA regelmäßig foltern. Nicht mehr Staaten foltern und sie foltern auch nicht heftiger. Man sieht zwar, wenn Sie sich tatsächlich mal die Mühe machen, die Daten, die beispielsweise auf Amnesty International Daten auch beruhen, wenn man sich die anschaut, man sieht, dass zwar generell ein leichter Anstieg vorliegt, aber wenn Sie in Rechnung stellen, dass wir einerseits schon seit den 90er Jahren einen stetigen leichten Anstieg sehen, schlicht und einfach, weil die Sensibilität gegenüber Folter einerseits gestiegen ist und weil zweitens die Möglichkeiten sozusagen der Aufdeckung von Foltervorkommen ebenfalls gestiegen sind, dann können wir faktisch sogar sagen, dass das Ausmaß an Folter leicht gesunken ist. Also das müsste man rausrechnen, das ist einfach ein Selection Bias und dann könnte man sogar sehen, dass etwas weniger gefoltert wird. Aber so weit würde ich gar nicht sehen, würde ich gar nicht gehen. Wir können aber sagen, es ist kein negativer Effekt zu sehen. Es wird definitiv nicht mehr gefoltert. Auch die überwiegende Mehrheit der Staaten hat sich nie sozusagen auf die Argumentation der USA eingelassen. Es gab am Anfang sehr viel Schweigen, als es bekannt wurde. Später, nach ein, zwei Jahren, ist aber die öffentliche Debatte voll gestartet und auch die EU und andere Staaten haben sich dann bekannt und haben sich positioniert. Und bis heute sozusagen gibt es keine Nachahmer dieses Programms. Was wir international sehen, ist, dass die USA es ein bisschen schwieriger haben, wenn sie andere Staaten verurteilen. Dann wird ihnen natürlich ganz gern der Zeigefinger vorgehalten. Das ist also alles. Das heißt, die Norm an sich ist nicht geschwächt. Da geht es eigentlich prima. Es wird nach wie vor viel gefoltert, aber das ist sozusagen keine Verschlechterung gegenüber des Status quo ante. Nehmen wir die nächste Norm. Die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung. Auch hier kann man eigentlich schon seit Beginn der Entwicklung dieser Pflicht zur internationalen Strafverfolgung, insbesondere im Kontext der Herausbildung des Internationalen Strafgerichtshofs, immer wieder Streit um die Norm und ihre genaue Ausprägung erkennen.
Am Anfang, wenn Sie sich vielleicht noch an diesen Fall erinnern, Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er, war das vor allem Kritik durch die Vereinigten Staaten, die versucht haben, den unliebsamen Gerichtshof und die Norm gleich mit wieder loszuwerden. Und sie hatten dazu verschiedene Strategien. Sie haben die internationale Kooperation aufgekündigt, also kein US-Peacekeeper mehr, wenn nicht ihnen zugesichert würde, dass ihre Streitkräfte komplette Immunität gegenüber dem Internationalen Strafhof genießen. Sie haben angedroht vielen Staaten die Aussetzung von Militärhilfe oder auch Entwicklungshilfe, wenn sie nicht bereit wären, bilaterale Vereinbarungen zu unterschreiben, nach denen wiederum wechselseitig die Angehörigen der jeweiligen Streitkräfte komplette Immunität gegenüber dem Strafgerichtshof genießen würden, beziehungsweise schlicht nicht ausgeliefert werden würden. Interessanter für uns heute Abend oder das, was ich mit Ihnen besprechen will, ist eigentlich die Kritik, die in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat, also das, was auf dem afrikanischen Kontinent geschehen ist, insbesondere in der Folge des Haftbefehls gegen den Präsidenten Sudans, Omar al-Bashir, und aber auch im Kontext der Ermittlungen des ISTGH in Uganda und später auch in Kenia und der Zentralafrikanischen Republik. Und am Anfang war das vor allen Dingen hier eine Kritik, die sich darauf bezog, dass man gesagt hat, der ISTGH hat das Potenzial, dass er hier Friedensbemühungen zerstören würde. Also der ISTGH solle sich doch bitte zurückhalten, solle seine Ermittlungen aussetzen und erstmal den Kräften vor Ort, den regionalen Kräften, die Möglichkeit geben, selbst sozusagen friedensschaffend tätig zu werden. Und dann würde man sozusagen zu anderen Regelungen kommen. Später ist diese Kritik immer mehr überlagert worden von einer ganz grundsätzlichen Kritik, die sagt nämlich, der ISTGH ist ein Instrument der westlichen Staaten, um eigentlich unliebsames Verhalten afrikanischer Staaten abzustrafen. Er hat nur afrikanische Fälle vor sich. Andere Fälle haben es nie bis zur Anklage geschafft. Und er versucht sozusagen, die Souveränität afrikanischer Staaten generell zu untergraben. Was ist seitdem passiert? Was man hier tatsächlich sehen kann, ist, dass wir eine Radikalisierung des Streits sehen. Die Afrikanische Union hat sich ja zunächst einmal, nachdem sozusagen der Haftbefehl gegen Omar al-Bashir erlassen wurde, an den UN-Sicherheitsrat gewandt und hat darum gebeten, dass der UN-Sicherheitsrat von seiner Prärogative Gebrauch macht und die Ermittlung des ISTGHs für 6 Monate aussetzt, damit die Chance gegeben wäre, dass die regionalen Kräfte einen Frieden vermitteln könnten. Danach ist nichts passiert. Der UN-Sicherheitsrat hat sich nämlich mit diesem Ersuchen überhaupt nicht befasst. Daraufhin hat die Afrikanische Union mehrere Resolutionen gefasst, die hinterher darin gipfelten, überhaupt nicht mehr mit dem ISTGH kooperieren zu wollen, beziehungsweise mit der Aufforderung an die Mitglieder, dieses zu unterlassen. Schließlich kam es zu einem Entschluss, einen eigenen afrikanischen Gerichtshof zu gründen, damit man den ISTGH gar nicht mehr braucht. Und zuletzt haben Sie vielleicht mitbekommen, dass Südafrika, aber auch Kenia angekündigt haben, sie wollen den Gerichtshof verlassen. Also sie wollen aus dem Statut austreten, das den Gerichtshof gründet. Wenn man sich das also in der Gesamtmenge anguckt, dann können wir zumindest für diese Region eine ganz deutliche Schwächung sehen dieser Norm, insbesondere wenn man eben weiß, dass beispielsweise Südafrika früher einer der Vorreiter dieses Internationalen Strafgerichtshofs gewesen ist und ganz wesentlich dafür war, dass er insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent so viel Fuß fassen konnte. Die Gruppe der afrikanischen Staaten gehört zu den wesentlichen Unterstützern, früheren Unterstützern dieses Strafgerichtshofs. Also hier sehen wir tatsächlich Effekte. Die Norm steht nicht mehr so gut da. Gucken wir uns die nächste an, die internationale Schutzverantwortung. Die war wahrscheinlich sozusagen am meisten auch in der Presse in den letzten Jahren insbesondere an Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie gesagt, 2005 auf dem UN-Millennium-Gipfel beschlossen und auch hier setzte der Streit relativ früh ein. Und es gab zwar hier von Anfang an eine Linie in diesem Konflikt, die immer sagte, dass die Schutzverantwortung keine Norm sei, sondern nur ein politisches Programm, dass sie auf gar keinen Fall das Prinzip nationaler Souveränität ausholen dürfte und dass sie wiederum nur ein Instrument sei, mit dem die Interventionsinteressen westlicher Staaten nunmehr auch normativ sozusagen überschrieben werden könnten. Aber tatsächlich die großen Auseinandersetzungen, die Schutzverantwortung dann gesehen hat, hatten nichts mit diesen grundsätzlichen Fragen zu tun. Da ging es eher um solche Dinge wie, umfasst die Schutzverantwortung eigentlich auch Naturkatastrophen? Hintergrund war, dass der französische Außenminister nachdem der Tropensturm Nagis Myanmar getroffen hatte und die dortigen Machthaber keine fremde Hilfe ins Land lassen wollten, sagte, das sei ein Fall für die Schutzverantwortung. Jetzt müssten Truppen rein und dafür sorgen, dass fremde Helfer ins Land kommen könnten. Darüber entbrannte eine große Debatte und am Ende wurde geklärt, dass solche Naturkatastrophen kein Fall seien, der die Schutzverantwortung aktivieren würde.
Dann erinnern Sie sich sicherlich an den Fall, Russland marschiert in Georgien ein und sagte dazu, das sei Ausdruck der Schutzverantwortung, sie müssten russische Staatsbürger schützen. Auch das hat eine große Debatte gegeben und am Ende wurde geklärt, nein, geostrategische Machtprojektionen sind allgemein kein Fall für die internationale Schutzverordnung. Das Letzte, was wir gesehen haben, die letzte große Auseinandersetzung, Libyen, wie hier zu sehen. Libyen war, wurde Gemeinden als Erfolgsfall gesehen. Endlich hat der UN-Sicherheitsrat mit Verweis auf die Schutzverantwortung eine militärisch robuste Intervention beschlossen. Und was passierte? Der Regime Change. Also die haben sozusagen eben weitergemacht, bis Gaddafi weg war. Und das wurde dann von vielen als Problem gesehen, dass sich hier nämlich sozusagen doch politische Interessen durchsetzen würden. Und eigentlich ging es ja nur darum, die Bevölkerung zu schützen, um dann sozusagen den Staat in die Lage zu versetzen, eigentlich wieder die eigene originäre Verantwortung wahrzunehmen. Diese Debatte hält, glaube ich, immer noch an. Wir sehen sie mit so Initiativen wie der brasilianischen Responsibility While Protecting, die so ein bisschen versuchen will, eigentlich im Grunde genommen die militärische Ebene aus der Schutzverantwortung herauszunehmen. Und im Zuge dessen sehen wir auch in letzter Zeit wieder mehr grundsätzliche Debatte über die Selektivität der Atopie. Aber auch hier kann man sich natürlich fragen, was hat das für Auswirkungen? Was passiert denn mit dieser Norm jetzt? Und das ist eigentlich ganz interessant, denn auch hier können wir eigentlich wenig sehen. In jährlichen Debatten in der UN-Generalversammlung, es gibt jedes Jahr eine sogenannte informal Debate innerhalb der UN-Generalversammlung über die Atopie. Und in der äußern sich Staaten darüber, ob sie das Ding eigentlich gut finden. Und man kann sehen, dass die Zustimmung zur Norm daran steigt. Jetzt gibt es gewisse Probleme mit diesen Zahlen, weil sich nämlich nicht immer die gleichen Staaten und auch nicht immer die gleiche Zahl äußert. Aber selbst wenn man das sozusagen rausrechnet, kann man sehen, Zustimmung ist mindestens stabil und eigentlich steigt sie sogar an. Was man auch sieht, ist, dass Gewalt, der sogenannte dritte Pfeiler, der Schutzverantwortung zunehmend abgelehnt wird. Das würde aber erstmal noch nicht darauf hindeuten, dass die Norm an sich geschwächt wird. Was man auch sehen kann, das ist, dass Verweise auf die Schutzverantwortung durch den UN-Sicherheitsrat steigen in den letzten Jahren. Anders als viele gedacht hätten, dass nach Libyen sozusagen der UN-Sicherheitsrat seine Finger davon lassen will. Er tut es in Resolution, aber in den Debatten nicht und auch nicht in den Verlautbarungen. Also man sieht, dass die Atopie in aller Munde ist und auch in der Munde der Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Mehr können wir allerdings noch gar nicht sagen. Also die Atopie ist immer noch da. Sie scheint auch sehr viel verwendet zu werden im Diskurs. Aber es ist schwierig, viel über sozusagen ihre Normeinhaltung zu sagen, denn es ist so eine solche Großnorm. Woran wollen wir denn eigentlich Normverletzungen messen? Wann immer Staaten ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, das wäre schwierig. Also deswegen sagen wir mal, es ist zumindest noch offen. Wir sehen keinen dramatischen Bedeutungsverlust. Das Verbot politischer Attentate. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so geläufig. Eigentlich sind dahinter stecken sozusagen die Targeted Killings, also die gezielten Tötungen. Das ist eine ganz alte Norm und es gibt eigentlich nur zwei Staaten, die verletzen seit mehreren Jahren und das dafür kontinuierlich und systematisch, nämlich die USA und Israel, beide im sozusagen Kampf gegen Terrorismus. Bei den USA sind das besonders Drohneneinsätze, die sozusagen mit dem Versuch ausgerüstet werden, gezielt Terroristen oder andere Verdächtige habhaft zu werden. Und habhaft zu werden heißt hier schlicht und einfach, sie zu töten. Interessant ist dabei, dass ich jetzt Ihnen nicht sagen kann, was ist eigentlich Kritik am Verbot politischer Attentate, denn diese beiden Staaten äußern sich eigentlich dazu nicht. Sie machen es. Sie verletzen die Norm, aber sie rechtfertigen das eigentlich so gut wie gar nicht. Und was ist hier passiert? Eigentlich nichts. Es gibt keinen Diskurs, den man sich angucken könnte. Es gibt keine Verlautbarung. Und das Verhalten wird aber gleichzeitig auch nicht nachgeahmt. Also wir sehen nicht, dass jetzt irgendwie gezielte Tötungen sozusagen im internationalen System diffundieren würden, dass immer mehr Staaten das machen. Es sind diese beiden Staaten nach wie vor und recht stabil, aber es ist auch kein Diskurs. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir konstantes Nicht-Einhalten einer Norm durch mindestens einen der sehr wichtigen Staaten im internationalen System sehen, ohne dass er dafür angeklagt wird, haben wir es mit einer sehr schwachen Norm zu tun. Wir beobachten eigentlich eine Norm im Sterben, auch wenn es gar nicht so aussieht, weil es nur zwei Staaten sind, aber es gibt keinerlei Verurteilung mehr davon. Und damit kommen wir zum Walfangverbot. Das ist immer so ein bisschen aus der Reihe fällt, weil es eben jetzt nichts mit dem humanitären Völkerrecht zu tun hat, auch wenn vielleicht einige Verfechter des Walfangverbots das gerne hätten. Das Walfangverbot, das heute immer als Bann oder Tabu gesehen wird, ist eigentlich nur ein Moratorium, das die Internationale Walfangkommission 1982 nach erheblichem Ringen und Tauziehen beschlossen hat und das dann 86 in Kraft trat. Und es war ein Moratorium, das so lange gelten sollte, bis mehr Daten vorliegen über die Entwicklung der Walbestände.
und diese sich erholt haben könnten. Und dann wollte man neu sehen, was man eigentlich macht. Auch darüber gab es gleich Streit, denn er sah immer schon zwei Ausnahmen vor. Die eine Ausnahme ist der sogenannte wissenschaftliche Walfang, den bis heute Japan, glaube ich, auch mittlerweile als einziges Land praktiziert. Und das andere war der sogenannte Subsistenz- oder auch indigene Walfang. Da ging es darum, dass man indigenen Gruppen und Völkern die Möglichkeit geben wollte, sozusagen die eigene Subsistenz aufrechtzuerhalten, indem sie eben sozusagen ihre hergebrachte Wirtschaftsweise ausleben konnten. Und von Anfang gab es nun eigentlich Streit, was ist eigentlich wissenschaftlicher Walfang? Was bedeutet das eigentlich? Den gibt es auch bis heute. Sie haben ja mitgekriegt, dass Australien, Japan da auch vor den Internationalen Gerichtshof gezerrt hat. Und es gibt genauso Streit darum, was ist eigentlich Subsistenzwalfang? Also Japan hat beispielsweise gesagt, dass eigentlich auch regionale oder lokale Fischergemeinschaften an seinen Küsten auch in den Rang indigener Gruppen gehoben werden sollten, denn auch hier ist es traditionell sozusagen der Walfang gewesen, der für die Subsistenz gesorgt hätte. Also müsste man eigentlich Subsistenz etwas erweitern. In den letzten Jahren sehen wir aber eine deutliche Radikalisierung des Streits und jetzt ist die Frage eigentlich eher, was ist der Sinn der ganzen Norm? Ist es eigentlich richtig, diese Norm zu halten? Und was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass sich die Walbestände schon seit einigen Jahren für bestimmte Arten, nicht für alle Arten, aber für bestimmte Arten erheblich verbessert haben. Also sozusagen eigentlich der Grund für das Moratorium entfallen ist und wir auch bessere Datenlage haben. Aber es passiert nichts. Und warum passiert nichts? Es passiert deswegen nichts, weil es eine lustige institutionelle Struktur in der Internationalen Walfangkommission gibt, die es den Walfanggegnern ermöglicht zu verhindern, dass die Walfangbefürworter überhaupt nur die Aufhebung des Moratoriums auf die Agenda setzen können. Was ist seitdem passiert? Das Walfangverbot steht tatsächlich auf der Kippe. Und jetzt muss man sagen, der Verzehr von Walfleisch ist zurückgegangen und die ökonomische Bedeutung von Walfleisch ist auch nahezu minimal. Nichtsdestoweniger haben verschiedene Staaten angefangen, mindestens anzukündigen, manche tun es auch, wieder Walfang zu betreiben und das Verbot zu unterlaufen. Woran liegt das? Es liegt vor allen Dingen daran, dass sozusagen für die Befürworter des Walfangs schon die Bedeutung der Norm und der ganzen Institution in Frage steht. Man hat immer über ein Moratorium gesprochen und jetzt plötzlich hat die Norm einen völlig anderen Charakter angenommen, nämlich ein dauerhaftes und unbegrenztes Verbot. Und das wird sozusagen dann auch grundsätzlich bestritten. Diese Norm ist also definitiv geschwächt. Es gibt auch bereits eine alternative Institution, die gegründet wurde, um sozusagen an dieser Blockade vorbeizukommen. Was lässt sich jetzt daraus lernen, wenn man sich diese unterschiedlichen Fälle anguckt? Das erste habe ich ja gesagt, man sieht eigentlich unterschiedliche Formen des Streits. Und bei den Fällen, die eine Schwächung aufweisen, also der Pflicht zur internationalen Strafverfolgung, dem Walfang und bei den politischen Attentaten, fällt auf, dass wir immer zuerst eine sehr normale Anwendungskontestation sehen, also eher die Frage, was bedeutet diese Norm, ist sie eigentlich für diesen Fall anwendbar, fällt das darunter, fällt das nicht darunter, was genau verlangt sie von uns, die sich dann zunehmend radikalisiert in eine Kontestation, die eher an der Begründung der Norm ansetzt. Ist es gerechtfertigt, dass wir diese Norm haben sollten? Ist das die richtige Norm? Bei den Attentaten ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe gesagt, da gibt es überhaupt noch nicht mal mehr einen Diskurs. Und was unterscheidet jetzt diese Fälle noch von denen, in denen wir keinen Effekt sehen? In beiden Fällen, sowohl der Pflicht zur internationalen Strafverfolgung als auch beim Walfangverbot, haben diejenigen, die gegen diese Norm waren, versucht, innerhalb der Institution auf einen Normwandel hinzuarbeiten. Denken wir nochmal an die Pflicht zur internationalen Strafverfolgung. Die Afrikanische Union hat eine Resolution oder eine Eingabe an den UN-Sicherheitsrat gemacht, das Ersuchen, doch bitte die Prärogative wahrzunehmen und den ISTGH für 6 Monate davon abzuhalten, weiter zu ermitteln, um selbst tätig werden zu können, um regionale Friedensansätze zu schaffen. Die sind da nicht auf kein Gehör gestoßen im Sinne von, die haben keine Mehrheit gefunden oder etwas Ähnliches, sondern der UN-Sicherheitsrat hat das Gesuch überhaupt nicht behandelt. Die haben es schlicht und einfach komplett ignoriert. Und danach sehen wir sozusagen die Beginn der Radikalisierung. Danach verändert sich die Kritik gegenüber dem ISTGH. Und ganz ähnlich ist es eben auch beim Walfang. Auch beim Walfang gab es sozusagen den Versuch, einfach innerhalb der Institution sich auseinanderzusetzen über das, was die Norm eigentlich ist und ob sie noch notwendig ist. Aber auch hier gab es die Blockade. Die haben es nicht mal geschafft, die Auseinandersetzung über die Norm auf die Agenda zu setzen. Schon das haben die Walfang-Gegner geschafft zu verhindern. Und auch hier, erst im Gefolge kommt es zur Radikalisierung des Streits um die Norm und erst in der Folge kommt es dann auch zur Schwächung. Also ganz wesentlicher Faktor, wann Streit tatsächlich sowas wie Normschwächung zur Folge hat, ist schlicht und einfach, wann immer
er die Auseinandersetzung, das heißt den Streit verhindert. Wenn es keine Institution gibt, keinen Raum gibt, in dem dieser Streit ausgefochten werden kann, wenn die Kritik nicht wirklich gehört werden kann und zum Gegenstand darüber werden kann, ist das noch die richtige Norm, dann erleben wir mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Schwächung. Und jetzt sind Sie wahrscheinlich schon ziemlich müde und deswegen sollte ich auch langsam zum Ende kommen. Das mache ich auch. Also ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass Normen in der Tat andauernd verletzt werden und auch ziemlich häufig bestritten werden und dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Also es wird nach wie vor kräftig gefoltert, es wurde aber auch schon immer kräftig gefoltert. Keiner von Ihnen würde, glaube ich, sagen, dass wir deswegen das Folterverbot in die Mülltonne werfen sollten. Das ist nämlich einfach auch nicht die Funktion von Normen. Die Funktion von Normen ist, die normative Basis der Gesellschaft am Leben zu halten, nicht unser Handeln zu programmieren. Normen sorgen dafür, dass wir uns immer wieder mit ihnen auseinandersetzen müssen, gerade weil sie so abstrakt sind. Sie müssen so abstrakt sein, weil sie nicht jede einzelne Situation vorhersehen können, auf die wir in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben treffen. Und das heißt, in jeder einzelnen Situation müssen wir uns immer wieder darüber verständigen, ist das die richtige Norm für die Situation, die wir hier haben? Was verlangt diese Norm eigentlich von uns? Und das kann zur Folge haben, dass wir uns auch entscheiden, die Norm fallen zu lassen. Aber es ist ganz wesentlich für uns, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben. Denn erst im Streit um die Normen eignen wir sie uns eigentlich an. Wir machen sie zu unseren eigenen Normen. Recht und auch der Zwangsapparat, der häufig mit dem Recht einhergeht, haben dann die Funktion, die Erwartung, die wir in diesen Normen haben, tatsächlich von außen zu stützen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass wir eine regelmäßige Praxis von bestimmten Handlungen sehen, die wir für wünschenswert halten. Und sie machen das, damit es für den Einzelnen plausibel bleibt, auch aus Einsicht zu handeln. Denn nur dann, wenn er hinreichend davon überzeugt werden kann, dass auch eine hinreichende Menge anderer Gesellschaftsmitglieder den Normen folgen werden, macht es auch für ihn Sinn. Was ist dann die größte Gefahr für Normen, wenn es eigentlich nicht um die Einhaltung geht hauptsächlich? Die größte Gefahr ist eben, wenn die Auseinandersetzung über Normen, wer wir sein wollen, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen, dauerhaft zum Erliegen kommt oder blockiert wird. Hier ist natürlich noch viel mehr Forschung nötig. Ich habe es ja am Anfang gesagt, die DFG muss da unbedingt noch was tun. Und ich hoffe natürlich, dass sie das tut. Und für sie wird es jetzt an der Zeit, aus ihrem kleinen Schläfchen zu erwachen. Und ich werde jetzt so tun, als hätte ich nicht mitbekommen, dass sie schlafen. Und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.